Hallo zusammen, heute kam meine The Lipstick Beauty Box an und der Karton war etwas zerknautscht irgendwie und ich machte ihn seitlich auf und dann sah ich irgendwie alles nur durcheinander fliegen, also es steckte alles einfach nur irgendwie drin und das Papier war irgendwie gar nicht drum gewickelt, sondern irgendwie seitlich und war auch nicht festgebunden irgendwie, wie das jetzt bei dem Glossy Box oder der Boo Box war, sondern nur einmal umgeschlagen ohne Band und ja, keine Kiste dabei, sondern einfach nur so ins Paket gelegt und wirkte irgendwie lieblos. Nun denn, ich habe es jetzt mal ausgepackt und bin etwas ernüchtert. Als erstes habe ich mir das Schreiben genommen. Da steht erstmal Dankesworte drauf und ausnahmsweise musste man auf bereits bekannte Produkte zurückgreifen, weil es so einen heftigen Ansturm gab auf die Lipstick-Box und so hat man dann auch Limited Editions genommen und keine Box gleich der anderen und darauf sind sie sehr stolz. Gut, das ist natürlich mal etwas, was er den anderen Boxen momentan noch voraus hat, wobei ich das jetzt nicht unbedingt als Vorteil sehe, nicht zwingend. Es ist irgendwo auch schön, wenn man gemeinsam irgendwie alles was testet, wenn mehrere was testen, sozusagen, aber nun gut. Ja, man kann sie, wie gesagt, auch ungeöffnet mit den ungeöffneten Produkten wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt. Muss man jedoch nach Wien schicken und wenn ich das Ganze nach Wien schicke als Paket, ist es teurer als wie wenn ich, naja, fast so teuer, als wenn ich die Produkte einfach behalte. Also dementsprechend werde ich wohl nicht zurückschicken. Ist zwar schön, dass sie es anbieten, dass man es zurückschicken kann, aber von Deutschland aus ist das ziemlicher Quatsch, weil das als Paket dann dahin zu schicken, die Portokosten ersetzt mir ja keiner. Also dementsprechend ist das ja vor den Arsch, das dann in Anspruch zu nehmen. Da kann ich die Sachen noch behalten. So, was dabei ist, ist neben den Produkten auch eine Seite mit Beauty-Tricks. Hier für Lippen, Haare und Haut. Ja, wie man ein Peeling selber macht, wie man eine Packung für trockene Haare macht und eine Gurkenmaske. Auch ein Hinweis auf das Forum von The Lipstick. Das ist ganz nett. Gut, jetzt so einfach auf dem Blatt Papier, ich weiß nicht. Naja, man ist zu sehr von den anderen Boxen verwöhnt, von der Glossy Box mit der edlen Box und so. Man ist da zu sehr verwöhnt irgendwie. Wahrscheinlich erwartet man da zu viel. Dann ist noch eine Karte dabei, wo jetzt nur Werbung, sag ich mal, ist für die Webseite. Ich kann euch die hier auch mal zeigen. Sozusagen die Visitenkarte. Kommen wir zu den Produkten. Fangen wir mal hiermit an. Das ist von La Roche-Posay. Spricht man das so aus? Ein Selbstbräuner-Gel. Wenn man ihn öffnet, ich habe ihn vorher noch nicht aufgemacht, sieht es so aus. Ja gut, Gel, weiß ich nicht, ist jetzt weiß. Riecht aber auf jeden Fall gut. Da bin ich jetzt positiv überrascht, er riecht auf jeden Fall gut. Ob er funktioniert, werde ich sehen. Ich werde es testen, es ist für sensible Haut. Da haben sie bei mir getroffen. Meine Haut ist da ein bisschen sensibel. Dementsprechend ist das okay. Dann haben wir hier La Roche-Posay erneut. Selber Anbieter. Hier ist es jetzt für sensitive Haut ein... Ja, was ist das? Normale Creme, ne? Das finde ich bei denen immer so furchtbar, mal ehrlich, dass die da nie was auf Deutsch draufstehen haben. Ja, ist eine Feuchtigkeitscreme. Eine ganz einfache. Was heißt ganz einfache? Eine stinknormale Feuchtigkeitscreme halt.
Lässt sich gut verteilen, riecht auch gut. Kann man nicht anders sagen. Die ist also somit auch okay. Bisschen wenig drin, ne? Was sind das? 15 Milliliter. Ja, ja. Was haben wir noch? Nehmen wir mal das. Das ist von Clinique ein Make-up in der Farbe Shade 24. Und da haben sie bei mir total ins Klo gegriffen, weil Farbe passt zu mir gar nicht. Passt bei mir überhaupt nicht. Das sieht total gehauen aus. Ich kann also nur versuchen, es mit der Feuchtigkeitscreme vielleicht zu mischen, dass ich da eine vernünftige Farbgebung für mich hinkriege. Dann ist noch ein Nagellack dabei von Nivea. Manicure Naturals Base and Top Shine. Bin ich jetzt ein bisschen drüber irritiert, wenn ich ehrlich bin. Weil Nivea ist doch aus der dekorativen Kosmetik rausgegangen. Ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber ist das jetzt alter Scheiß? Ich meine, ich weiß ja nicht. Hat man jetzt einen Bestand aufgekauft und bringt noch Nivea und das Volk? So die letzten Reste billig eingekauft und verteilt die? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt nichts unterstellen. Aber ich bin etwas irritiert darüber, dass Nivea jetzt dabei ist. Ich meine, als kostenloses Zusatzgimmick finde ich es in Ordnung. Aber als Teil des Pakets finde ich es irgendwie jetzt gerade... Ich meine, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil... Wo soll ich mir das noch nachkaufen? Warum teste ich das, wenn ich es nicht nachkaufen kann? Finde ich jetzt irgendwie Quatsch. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Dekorative Kosmetik sind sie rausgegangen. Gehört auch der Nagellack, glaube ich, auch dazu, oder? Oder gibt es den noch? Kann mir da mal einer helfen? Ich weiß es nämlich nicht. Ich war der Meinung, sie hätten auch den Nagellack aufgegeben. Also dementsprechend bin ich etwas irritiert. Nun denn, diesen Monat ja, bin ich zufrieden mit der Lipstick-Box. Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, nö, irgendwie nicht. Weil, wie soll ich das ausdrücken? Gut, Selbstbräuner ist okay, benutze ich normalerweise nicht, kann ich aber mal ausprobieren. Feuchtigkeitscreme finde ich in Ordnung, definitiv. Wobei ich sie ein bisschen klein empfinde. Dann das Make-up, gut, wobei es halt für mich eigentlich zu dunkel ist. Und das Nivea, das irritiert mich einfach, weil ich dachte, das wird nicht mehr hergestellt. Deswegen frage ich mich, was ich dann mit einem Produkt, was ich nicht mehr nachkaufen kann, soll. Naja, gut, ich habe ja noch 2 Monate jetzt wieder Zeit, um zu sehen, was in 2 Monaten in der Box ist. Das werde ich mir dann auch mal anschauen. Von meinen bisherigen Boxen ist es auf jeden Fall bisher die schlechteste. Muss ich sagen, von diesem Monat. Das muss aber noch nicht fürs Ganze heißen. Es kann trotzdem noch sein, dass in 2 Monaten die Lipstick-Box mich so umhaut, dass es vielleicht die beste ist. Man weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich werde es feststellen, ich werde es sehen, ich lasse mich überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was in euren Boxen drin war, wenn ihr sie denn bestellt habt. Habt ihr schon einen Favoriten von den Boxen? Ja. Ich werde die Sachen ausprobieren und werde mich dann nochmal melden. Werde Bescheid geben, wie sie sind. Ihr kriegt dann noch Einzelvideos zu den Sachen. Beziehungsweise ja eins zusammen. Ich weiß noch nicht, mal gucken, wie ich dazu komme. Auf jeden Fall bin ich diesen Monat ein bisschen enttäuscht. Und ja, mal gucken. Vielleicht, wenn ich die Produkte benutze, wird es sich in Begeisterung umwandeln. Ich weiß ja nicht, wie toll die noch vielleicht dann doch sind. Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, der Nivea-Nagellack ist klar, der ist gut. Ohne Frage. Das weiß ich aus Erfahrung. Ich kam mit Nivea-Nagellack immer gut klar. Ich bin halt nur ein bisschen irritiert, weil man es halt nicht nachkaufen kann und ich mich dann frage, was es in so einer Box macht. Hier, ich werde jetzt testen. Bis dann.